Was? Halt! Warten Sie, bleiben Sie dran. Gleich kommen die allerneuesten Nachrichten. Bürgermeister Mainz, gut, was um alles in der Welt tun Sie denn da? Nun ja, wissen Sie, ich habe mir gedacht, wenn ich den Sportplatz ein bisschen auf Vordermann bringe, dann zeigen unsere lieben Mitbürger in Lazytown vielleicht mehr Interesse am Sporttag. Oh, Sondermeldung. Ja, Sie haben es zuerst von mir gehört. Hallo, Freunde. Hallo. Guckt euch dieses coole Buch an. Habe ich aus der Bücherei. Da steht alles über die Geschichte von Lazytown drin. Wisst ihr denn eigentlich, dass heute in Lazytown Sporttag ist? Das Buch ist doch schon mindestens 100 Jahre alt, Stefanie. Aber was ist der Sporttag? An dem Tag machen alle bei einem abgefahrenen Rennen mit, das immer rund um den Sportplatz geht. Zuerst muss man rennen. Und dann Rollschuh laufen. Und rollern. Und mit dem Fahrrad fahren. Und schließlich mit dem Skateboard bis ins Ziel skaten. Und darauf haben wir überhaupt keine Lust. Nee. Ach, kommt schon, Freunde. Ich finde, das klingt cool. Pixel, du bist doch ein echter Kracher auf dem Skateboard. Stimmt schon, ja. Und du hast doch diese tollen Rollschuhe. Ja, und nicht nur die. Und Trixie kann doch irre schnell Roller fahren. Wie ein geölter Blitz. Und stellt euch vor, wenn Sportakus bei uns mitmacht. Wir wären das beste Team überhaupt. Glaubst du wirklich, dass Sportakus bei uns mitmachen würde? Ja, wir sind echt nicht besonders ja, gut. Genau. Dieses Jahr wird's anders. Wartet's ab. Hallo zusammen. Hi, Sportakus. Hey. Ich weiß was ganz Tolles. Du hast einen riesig großen Berg aus Schokolade entdeckt? Nein. Dann hast du einen kleinen Berg aus Schokolade entdeckt. Nein, heute ist Sporttag, mein Lieblingstag im ganzen Jahr. Na, ich sag's euch doch, in diesem Jahr wird's anders. Also los geht's. Was ist denn? Wollt ihr nicht mitkommen? Also mich kannst du vergessen. Ja, mich auch. Mich erst recht. Wir hängen hier lieber rum und machen gar nichts. Und wir haben hier jede Menge nichts zu tun. Das kann schon eine ganze Weile dauern. Weißt du, was sollen wir denn auf dem Sportplatz? Da sieht's doch schlimmer aus als auf einer Müllhalde. Ja, aber der Bürgermeister ist schon ganz fleißig. Seht ihr, er räumt auf. Er müsste eigentlich jetzt bald fertig sein. Hallo. Naja, zumindest fast. Quantum 6000 Datenalarm. Tor ist kaputt. Bürgermeister ist noch ganz. Sportplatz ist bereit für das Rennen. Ja! Kommt schon, wir versuchen das einfach mal. Ja, ihr kommt mit. Ach ja, sich Klamotten rauszusuchen ist so anstrengend. Zu spanisch. Zu indianisch. Zu titanisch. Zu vergittert. Das hat sich nicht gereimt. Aha! Perfekt, ja! So. Ja. Sportplatz? Momentchen mal. Ja, ja. Jetzt weiß ich, wie ich diese ganzen sportlichen Aktivitäten endgültig beenden kann. Ich kaufe mir einfach diesen blödsinnigen Sportplatz. Das wären dann schon 400 faulige Ideen. Und das nur in dieser Woche. Und hopp. Ich bin ein Genie. Also, ich würde sagen, heute ist ein wahrhaft denkwürdiger Tag. Ich glaube, das wird das beste Rennen aller Zeiten. Oh. Oh, was wird denn das hier? Hier unten rechts unterschreiben, bitte. Ja, ja, natürlich, gern. Bitte sehr. Danke schön. Und nun verschwindet hier! Dieses Land gehört mir, denn ich habe vor, eine Federkernmatratzenfabrik zu bauen, und zwar genau hier. Nein, das kannst du doch nicht machen. Genau.
Das Land gehört nämlich mir. Mhm. Das ist meins. Hä? Was? Das ist deins? Ja, das gehört mir. Mhm. Ich meine, es gehört uns. Ja, ja, genau. Leider hat euer Bürgermeister in seiner entzückenden Trotteligkeit mir das Grundstück gerade verkauft. Hier könnt ihr es lesen. Also ist es jetzt meins. Oh nein, nicht schon wieder. Ach, so ein Mistfeuer. Warte, wir brauchen den Platz für den Sporttag. Ja, wir wollen bei dem Rennen mitmachen. Ach, wirklich? Ja. Ich habe einen Vorschlag. Ihr bestreitet das Rennen gegen mich. Wenn ihr gewinnt, könnt ihr den ganzen Platz behalten. Und wenn ich gewinne, dann baue ich meine neue Federkernmatratzenfabrik genau hier hin. Nein, 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 nein. Und Sportacus verschwindet für immer aus der Stadt. Was? Ich sagte, Sportacus verschwindet aus dieser Stadt hier für immer. Für wie lange hast du gesagt? Für immer! Sportacus würde uns nie verlassen. Niemals! Mhm. Sportacus würde uns nie verlassen. Wir treten gegen dich an. Ja. 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 Sportacus, willst du uns wirklich verlassen? Nein, natürlich nicht. Wir schaffen das. Wenn wir alle zusammenarbeiten, dann können wir Freddy schlagen. Ja. Ganz genau. Ja. Ja. Jetzt alle gut zuhören. Trixie, ja? Hol deinen Roller. Mach ich. Meini, ja? Hol deine Rollschuhe. Und Pixel, ja? Ich brauche dein Skateboard. Alles klar. Und ich hole meinen Onkel. Wunderbar. Naja, aber was ist denn mit mir? Sigi, also ja, für dich habe ich den allerwichtigsten Job überhaupt. Als Power, Snack, Oberüberwacher. Ja, Snack? Oh ja, toll, das ist klasse. Warte mal, ist das denn eine gute Sache? Das ist eine gute Sache. Okay, okay, ich bin dabei. Wo geht's eigentlich lang hier? Ach ja, schon unterwegs. Hey, alles klar. Komm schon, eins, zwei. Jawohl. Was ist? Mir geht's gut. Na komm schon, gib mir den Staffelstab. Das ist aber meiner. Meini, nein! Das ist meiner! Verbrauch, Leistungsdaten. Oh. Und wie waren wir, Pixel? Ich glaube ganz gut, aber nein, gar nicht gut. Kinder, was wir dringend brauchen, ist die richtige Energie. Ja, ganz genau. Und die habe ich hier in meinem Sack, weißt du noch? Ich bin doch dein neuer Powersnack, Überflieger, Übersteiger? Nein, Sigi. Du sollst der Powersnack Oberüberwacher sein. Ah. Und das sind keine Powersnacks. Doch, klar sind das welche. Guck mal her. Das eine hier, das rennt. Und das hier, das springt. Boing, boing, boing. Und das hier, das schwimmt in meinen Mund rein. Hm, lecker. Sigi, warte mal. Und jetzt pass auf. Wow. Das sind Powersnacks. Wow. Ah, ja? Hier steckt die echte Energie drin. Wirklich? Stefanie, in meinem Rucksack habe ich noch mehr. Wow. Cool. Danke. Klasse. Hey, gute Mann. Was man braucht, wenn man abräumen will, das ist Energie. Denn rennt man rum und steht nicht still, braucht man Energie. Sie löst sich von der Erde, denn nichts bewegt uns so wie sie. Für alles brauchen wir Energie. Probier's mal aus, dann wirst du sehen. Du schaffst, was du willst.
euch die Energie. Haha, ein Apfel. Wer denkt wohl, ihr gewinnt mit gesunder Ernährung? Ha, jetzt wird getarnt, getrickst und getäuscht. Spartacus, hast du denn nie Lust auf, du weißt schon, Zucker? Weißt du, das war so. Ich habe mal Zucker gegessen und was glaubst du, was dann passiert ist? Du magst ihn jetzt so sehr, dass du ihn ständig mit dir rumträgst, sogar in der Unterhose? Nein. Ah, ich auch nicht. Also, was ist passiert? Ja, sag doch mal. Ich hatte einen Zuckerzusammenbruch. Das sah ungefähr so aus. Oh. Ja, aber was? Alles okay? Tja, ich bin einfach zusammengebrochen. Als ob meine ganze Energie plötzlich weg gewesen wäre. Oh, wirklich? Und seitdem weiß ich, zu viel Zucker ist nicht gut für Superhelden. Ah, ja. Diese Äpfel sind wirklich total lecker, ja. Spartacus. Soll ich noch mehr davon besorgen? Schließlich bin ich der Powersnack-Oberüberwacher. Das ist eine tolle Idee, Sigi. Ja. Aber wir müssen uns beeilen. Also, okay. Freunde, das Rennen fängt jeden Augenblick an. Ja. Los, Sigi, Bewegung! Ja, jetzt geht's los! Ja, ich beeile mich ja schon, ich beeile mich. Powersnack, Oberüberwacher, Powersnack, Oberüberwacher, Powersnack. Doch, das ist ja zu schön, um wahr zu sein. Oberüberwacher, Powersnack, Oberüber... Oh, ein Powerapfel. Das ist jetzt eine Aufgabe für meinen... genialen... Früchte-Verfälschomat 3000. Verwandelt Süßigkeiten in gesund aussehende Sachen und das in Sekundenschnelle. Süßigkeiten rein. 1, 2. Ach, was, alles rein da. Und Apfel raus. Oh. Perfekt. Ich würde meinem besten Freund Spartacus so gerne einen richtig super tollen Apfel mitbringen. Oh, wow. Ist der groß. Hoppla! Wow, das ist der super tollste Apfel überhaupt. Und er fliegt. Ach, der wird Spartacus gefallen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hiermit eröffne ich den Sporttag in Lazytown. Mit dem Quantum 6000 habe ich das Rennen voll im Blick. Ja, hier fängt das Rennen an. Dann wird gerannt, gerollert, geradelt und geskatet. Immer rund um den Sportplatz rum. Die Sache sieht gut aus. Kinder, wo ist denn Sigi? Ich könnte vor dem Rennen noch einen Apfel vertragen. Spartacus, Spartacus! Auf die Plätze, bitte. Oh, na sowas, Briefmarken. Naja, fertig und los geht's. Na, was ist denn los, los, los? Da rennen sie los. Ach, ist das aufregend. Falsche Richtung. Spartacus ist so schnell, wie macht er das nur? Ha, friss Staub, Freddy. Spartacus ist weit in Führung. Meine Güte, ist das spannend. Sehen Sie, wie sie rennen. Hey, Spartacus. Fang! Danke, Sigi. Gut gemacht. Oh, Spartacus bricht zusammen. Tja, Spartacus scheint am Ende zu sein. Was habe ich getan? Der Apfel besteht nur aus Zucker. Spartacus! Spartacus, was hast du denn? Ich habe einen Zusammenbruch. Wir haben keine Zeit für blöde Späße. Genau. Ihr macht keine blöden Späße. Irgendetwas stimmt nicht mit ihm. Oh nein, jetzt verliere ich das Rennen. Na klasse, wir sind wirklich ein ganz tolles Rennteam. Freddy darf auf keinen Fall gewinnen. Sigi! Nimm den Staffelstab, wir bleiben hier. Freddy Faulig ist in Führung? Das darf nicht sein. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Sind so kleine Beine. Rennen tun sie schnell. Pixel, check mal mit deinem Computer Spartacus durch. Wir müssen rauskriegen, was los ist mit ihm. Und zwar schnell. Okay, alles klar. Ich habe ein Spartacus-Virenerkennungsprogramm. Und dann fahren wir ihn wieder hoch.
Meini, bring Spartacus Wasser. Schon unterwegs. Trixie, du bist als Nächste dran. Los, mach deinen Roller klar. Mache ich. Okay, auf los. Wie war der Apfel? Nach der ersten Runde hat Freddy faulig die Führung übernommen. Hä? Was? Mach schneller, ja. Los. Komm schon, ja, super, Trixie. Und nicht vergessen, hier wird nicht gemurmelt. Frettchen! Freddy Faulig liegt immer noch in Führung. Ich verstehe das nicht. Laut dem Computer müsste Spartacus längst wieder auf den Beinen sein. Hä? Ich weiß, was mit Spartacus los ist. Es ist alles meine Schuld. Siggi, was hast du denn nur getan? Oh, sag bloß nicht, dass du ihm Zucker eingeflößt hast. Wo bleiben denn nur die Kinder? Ich bin die Nummer 1! Meini! Mach dich bereit! Du bist dran, Meini, los! Ist alles klar, Meini? Oh, sehen Sie sich die Kinder an! Sie, schnell! Gib diesen Stab her! Nimm ihn schon! Gib diesen Stab her! Ah! Los, mach! Wie sieht's aus, Freunde? Geht Spartacus inzwischen besser? Leider nicht. Siggi hat ihm einen Apfel aus Zucker gegeben und jetzt hat er wieder so einen Zuckerzusammenbruch. Ich weiß. Drück's mir nicht auch noch rein. Wartet! Vielleicht war Siggi doch nicht. Mein Quantum 6000 hat den Apfel zurückverfolgt bis zu einem Früchteverfälschomat 3000. Und der liegt hinter diesem Briefkasten. Ich aktiviere die Super-Digital-Lupe. Und was sehe ich? Da steht Freddy Faulig auf dem Süßigkeitenautomat. Und Süßigkeiten bedeuten Zucker. Ja. Das erklärt alles. Oh nein, so ein Mist, seht euch das an. Ich bin die Nummer 1. Huch. Freddy Faulig liegt weit in Führung. Nur ein Wunder kann diese liebenswerten, reizenden Kinder noch retten. Auf Freddy Faulig wirkt müde, aber er liegt nach wie vor vorn. Und wir können noch nicht mal was dagegen machen, Wunder. Doch, das können wir. Wir geben Spartacus einfach einen richtigen Apfel. Ja. Der gibt ihm dann seine Energie zurück. Und ich weiß auch, wo ich einen herkriege. Schnell, dann okay. Hol ihn. Okay. In der zweiten Runde liegt Freddy Faulig weiterhin in Führung. Ich brauche unbedingt den Apfel. Hilfe! Hey, ich hab ihn! Los, Diggi, Beeilung! Ja, los, ja, mach her! Stefanie, fang ihn! Hey! Hey, was ist passiert? Der andere Apfel war irgendwie faulig. Ach, wirklich? Ja, so faulig wie Freddy. Mhm. Ich danke euch vielmals. Und nun zurück ins Rennen. Los, Spartacus! Ja, los! Ja. Meini, du schaffst das. Spartacus ist wieder im Rennen. Das ist meine! Gib ihn Spartacus, Meini! Nichts da, ich gebe ihn nicht her. Hör mal, ich bin in deinem Team. In meinem Team? Ja. Na gut. Aber versprich mir, dass du ihn mir wiedergibst. Ist versprochen. Okay. Los, renn, Spartacus! Renn! Schneller! Freddy ist nun auf seiner dritten Runde. Guckt euch das an. Er rennt 22,7 Mal schneller als Freddy. Abgefahren. Hier kommt unser Superheld Spartacus. Er fliegt dahin wie der Wind. Los, Fanny, das Skateboard! Hier ist es schon! Holt ihr ihn noch ein? Ja. Ich kann gar nichts machen. Sehen, Herr Bürgermeister. Und er schwingt sich durch die Lüfte. Hier kommt unser Held, Spartacus! Geschafft! Ja, aber das wusste ich ja von Anfang an. Yeah.
Sehr verehrte Damen und Herren, nun spricht zu Ihnen Bürgermeister Mainzgut. Ach Gottchen, ach Gottchen, danke, Senta Senf dazu. Hiermit überreiche ich euch diesen Pokal für unsere Champions des Sporttages. Bravo, bravo, bravo. Und was noch besser ist, Sportacus bleibt bei uns in Lazytown. Und zwar für immer. Ja!